Nahto ist ein Pokémon mit den Typen Psyche und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Xatu. Nahto ist ein sehr kleines, zweibeiniges und vogelähnliches Pokémon, das in Grün, Gelb, Rot und Schwarz auftritt. Der Torso ist hierbei von grüner Farbe, der Kopfschmuck, die Schwanzfedern und die Füße sind rot, die Flügel sind gelb, schwarz und rot und der Schnabel lediglich gelb. Der Torso von Nahto ist dabei kugelrund und auf dem Kopf wächst eine dicke, lange Feder, die nach hinten weist. Nahto besitzt verhältnismäßig große Augen, die aus weißer Lederhaut und großen, runden Pupillen bestehen. Der kleine Schnabel ist abgerundet und die drei Schwanzfedern sind rechteckig gestaltet. Die Flügel sind eher klein und rundlich und an den kurzen Beinen befinden sich die aus langen Zähnen bestehenden Füße und vorne befinden sich dabei je zwei weiße Krallen und hinten eine. In seiner Shiny-Form ist Nahto an den grünen Körperstellen etwas heller gefärbt und die roten Areale färben sich leicht orange. Nahto ist ein eher schwächliches Pokémon, jedoch sehr flink. Zudem verfügt es über geheimnisvolle und effektive Psychokräfte, die es in Attacken wie Kraftvorrat oder Psychokinese, aber auch Unheilböen oder Nachtnebel kanalisieren kann. Nahto erlernt hauptsächlich Statusattacken. Obwohl es von Typ Flug ist, ist es nicht flugfähig und erlernt Schnabel als einzige Attacke dieses Typen, wobei diese Attacke gleichzeitig seine einzige physische Attacke darstellt. In den Pokédex-Einträgen heißt es, Nahto starren immer etwas an. Das wird durch die Attacke Wunderauge ausgedrückt und außerdem können Nahto im Anime in die Zukunft schauen, was durch die Attacke sehr ausgedrückt wird. Viele Nahto besitzen die Fähigkeit Synchro. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass wenn Nahto eine primäre Statusveränderung, also eine Vergiftung, Verbrennung oder Paralyse erhalten, auch der Gegner, der dieses Statusproblem ausgelöst hat, dieses Statusproblem erhält. Andere Nahto besitzen die Fähigkeit Frühwecker, welche bewirkt, dass Nahto bereits nach der Hälfte der vor dem Einschlafen festgelegten Rundenanzahl wieder aufwacht. Selten besitzt Nahto die versteckte Fähigkeit Magiespiegel. Diese Fähigkeit bewirkt, dass sämtliche Statusattacken, die auf Nahto zielen, automatisch zurück auf den Anwender gelenkt werden. Nahto leben meist in Schwärmen in trockenen bis wüstenartigen Gebieten zusammen. Mit Ausnahme von Kalos scheinen sie in jeder Region natürlich vorzukommen, wobei sie meistens nur an einem ganz bestimmten Ort gefunden werden können. Nahto sind sehr aktive Pokémon, da ihre Flügel noch nicht voll entwickelt sind, bewegen sie sich hüpfend fort. Mittels dieser Hüpfbewegungen sind Nahto in der Lage, sogar auf sehr hohe Bäume zu klettern, um dort die jungen Triebe zu essen. Meistens suchen Nahto jedoch am Boden nach Futter. Auch als aus Kakteen picken Nahto Futter, wobei sie Knospen und Dornen verschonen. Nahto starren immer etwas an. Begegnet man einem Nahto, starrt es einen zunächst an, bis man sich bewegt. Danach ergreift es die Flucht. Manche Nahto können mittels ihrer Attacke sehr in die Zukunft schauen. Nahto stellt den ersten Teil einer zweistufigen Entwicklungsreihe dar und kann sich zu Xatu weiterentwickeln. Nach der Entwicklung ist das Pokémon 7,5 mal so schwer und ebenfalls 7,5 mal so groß wie zuvor. Bei der Entwicklung wird die am Kopf von Nahto befindliche Feder deutlich länger und die Flügel von den Pokémon wachsen und werden hauptsächlich weiß. Der Schnabel krümmt sich leicht und die Krallen wachsen zusammen. Der Körper und der Kopf, die zuvor nicht unterscheidbar waren, trennen sich nun eindeutig und Xatu besitzt dabei eine schwarze Halskrause aus Federn. Unterhalb von diesen besteht das Federkleid von Xatu unter anderem auch aus schwarzen und roten Federn, die ein Muster bilden, das denen von einem Augenpaar ähneln. Dieses Muster hat sich bei der Entwicklung neu ausgeprägt und bei der Entwicklung verliert das Pokémon außerdem seine Schwanzfedern. Wobei diese gesamte Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe durch Erreichen von mindestens Level 25 ausgelöst werden. Mit seinen Typen ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Kampfattacken,
halben Schaden gegen Pflanzen und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Elektro, Eis, Gestein, Geist und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.